Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir einen Mojito-Obstsalat, schön herrlich erfrischend, mit schönem Obst. Gucken wir uns mal an. Ja, der Mojito-Obstsalat ist im Prinzip ein Obstsalat, über den was drüber gestreut wird. Und zwar genau das, was man in den berühmten Cocktail Mojito reinpackt. Wir nehmen Rohrzucker, wir nehmen Limettensaft und Minze. Das gibt nämlich zusammen eine super erfrischende Paste, kann man sagen. Ihr werdet es gleich sehen, wenn es gemacht wird. Und die zieht richtig schön in das Obst rein. Das stellt man dann so eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann hat man einen herrlichen Obstsalat, der so ein bisschen minzig schmeckt. Durch die Limette schön frisch, durch den Rohrzucker ein bisschen süß. Ist eine ganz tolle Sache. Ich werde es euch gleich mal zeigen. Von den Zutaten her super einfach. Wir brauchen ein bisschen Rohrzucker, brauchen ein bisschen Minze. Und ich habe in dem Fall Limettensaft aus der Flasche. Wenn ihr frische Limetten habt, auch super. Ne? Kann man zerstoßen, ausdrücken, so wie man es beim Mojito selbst macht, funktioniert auch hervorragend. Wenn euch Limette zu hart ist, wenn ihr sagt, ah, das ist mir ein bisschen zu sauer, könnt ihr auch eine andere Zitrusfrucht nehmen. Zitrone, eine milde vielleicht, oder sogar eine Orange. Hauptsache, es ist eine Zitrusfrucht, die euch den Saft liefert. Damit funktioniert es dann auch. Vom Material her brauchen wir einen Mörser, gleich zum Zerstoßen, ein Messer, da mache ich den Obstsalat mit und richte alles auf einer Platte an. Ganz fix gemacht. So, inzwischen habe ich hier einen kleinen Obstteller vorbereitet. Einfach nur Obst, was ich im Korb hatte. Birne, Naschi, Orange, Apfel, ein paar Weintrauben, Kiwi, ne? Was ihr halt im Obstkorb habt, könnt ihr benutzen. Frisches Obst vorzugsweise. Man kann auch ein bisschen mit Dosenobst machen. Das heißt, mit Dosenananas geht es natürlich auch ganz gut, weil Ananas gut passt. Aber ich sag mal, ein schöner Obstsalat. Nehmt da frisches Obst, was ihr gerade da habt. Und da machen wir jetzt unsere schöne Füllung für. So, ich habe hier ein paar Minzzweige. Die werde ich entsprechend jetzt hier das Grün hineingeben. So, hier haben wir ja einiges an Grün. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier schön die ganze Minze eingefüllt. Jetzt kommt Rohrzucker dazu. Wunderbar. Da müsst ihr ein bisschen von der Größe eures Gefäßes abhängig machen, wie viel Minze ihr habt. Ihr seht, dass sich das schön hier die Waage hält. Ein klein bisschen Limettensaft. Oder wenn ihr habt, eine frische Limette, klein schneiden, mit reingeben. Und dann Mörser. Schön so, dass jetzt die Minze platt gedrückt wird und die ätherischen Öle an den Zucker gibt. Zusammen mit dem Limettensaft habt ihr dann so eine richtige Frische, eine Süße durch den Rohrzucker. Die Minze nochmal schön. Unheimlich intensive Paste, die dabei rauskommt. Ja, das sieht schon gut aus. Fast wie ein grünes Pesto, ne, wenn ihr mal guckt. Und das geben wir jetzt gleich über unseren schönen Obstsalat. Gut. Nehmen wir einen Löffel, nochmal kurz verrühren. Oh ja. Und abschäumen das Ganze. Schön gleichmäßig verteilen. Dass überall ein bisschen auf dem Obst landet. Oh, das riecht jetzt wie Wahnsinn hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So. Und der frische Obstsalat, der reagiert ja jetzt auch mit dem Zucker. Ihr kennt das ja, wenn ihr Obstsalat zuckert, zieht er auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit tritt jetzt natürlich aus, vermischt sich mit dem Zucker, mit der Minze und macht das Ganze zu einem richtig geilen Salat. Einfach so jetzt eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen, dann ist das absolut top. Ja, Ziel war es bei uns, einen Mojito-Obstsalat zu machen. Das haben wir ganz schnell gemacht. Die typischen Zutaten, Rohrzucker,
Limette, Minze und zack, schon hat man einen relativ normalen Obstsalat in was ganz Intensives, stark riechendes, Leckeres verwandelt. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, funktioniert mit jedem Obst, was ihr im Obstkorb habt, echt lecker. Und hier nochmal ein schönes Gesamtbild, wie das fertig aussieht. Sehr schön. Und noch ein kurzer Geschmackstest. Mmh. Ja, das ist was, ne? Mmh. Schön mit der Minze. Super Sache. Das war's von Bernd aus seiner Kochecke. Bis zum nächsten Mal.